Hallo Internet, hier ist wieder Bacon Zack für euch und ihr seid beim nächsten Teil von meinem Let's Play zu Final Fantasy 15. Ich muss ganz leise reden, denn wir stehen direkt vor der Höhle vom Behemoth. Okay, der Sparwitz wird auch beim nächsten Mal nicht besser. Also, ja, hallo Internet, wie gesagt, wir sind jetzt hier beim nächsten Teil von Final Fantasy 15. Wir stehen direkt vor der Schlucht des Unterschlupfes des Behemoth. Zuvor mussten wir ihn in Stealth-Manier zu seinem Versteck verfolgen. Solid Snake wäre stolz gewesen auf uns. Und jetzt zwängen wir uns durch diesen engen Spalt. Oh, ich hoffe, ich bleib nicht stecken. Also ich jetzt selber als Mensch, ich würde da nicht durchpassen. All in a day's work. Hallo. Da sind sie ja, unsere Kollegen. So, jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was uns hier erwartet. Oh, das Spiel hat tatsächlich eine Zwischenspeicherfunktion. Die gab's vorher noch nicht. Dann weiß ich jetzt zumindest, dass ich ruhig verkacken kann. Ohne direkt Game Over zu gehen. Ah, jetzt klärt sich auch der Nebel ein bisschen auf. Okay, ich bin wirklich ein bisschen nervös, denn das Viech sieht wirklich mächtig aus. This way. Und wenn mir das Spiel wirklich schon die Möglichkeit zum Zwischenspeichern gibt, dann wird das sicherlich kein Zufall sein. Oh, da ist er. Und die sind mal wieder alle wunderbar am Bauchreden. Okay. Ignis, unser Taktiker in der Gruppe, hat sich anscheinend schon etwas überlegt. Prompto. Ja? Ah, okay. Yes, sir. Also Prompto soll den Öltank hier zum Explodieren bringen, wenn der Gladio, wenn der Behemoth dann hier vorbeikommt. Ah, okay. Gladio, gotcha. Soll ihn ablenken. Highness, focus. Oh. Das. Da ist der Fifi. Ah, na super. Ich bin jetzt hier der Köder. Ja, by all means. Mit meinen Schwertwürfen soll ich mich dann anscheinend immer von ihm. Ja, ihn halt hierher locken, ne? Wie so ein Schnitzel an so einer Angelschnur. Ah. No time to dilly dally. Du sagst es, no time to dilly dally. Holy shit. Oh, die Musik. Was? Nein, ah, nein, 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 falsche Richtung, falsche Richtung. Was machst du denn? Du sollst doch, au. Boah, die Hälfte meiner Energie mit einem Trank geben. Ah. Alter. Okay, ich bin aber anscheinend noch nicht tot. So, direkt eine Päuschen. Au, das tut doch weh, sowas. So, jetzt da oben ran, Mensch. Nein, was machst du? Oh Gott! Leute, das liegt an diesem scheiß Lock-on-System. Ah! Direkt wieder ein Heiltrank. Nein! Jetzt lass mich doch mal heilen. Aua. Ja. Okay. Ah.
Ja, ich gebe zu, das war echt kacke. Ey, aber das müsst ihr mir glauben. Das lag jetzt nicht zwingend an mir. Das war wirklich jetzt, weil dieses Scheiß, was ich schon die ganze Zeit bemängle, dieses Scheiß anvisieren funktioniert einfach nicht richtig. Ich will mit R1 den Turm anvisieren, hab ihm auch mit der Kamera so hingedreht, dass er das anvisieren müsste. Und dann drücke ich R1 und der visiert der visiert trotzdem den Behemoth an. Was soll denn das? Oh Gott, ey. Aber gut, zum Glück war hier jetzt ein Checkpoint. Wir versuchen das Ganze einfach nochmal. All in a day's work. Ich meine hier, ich kann euch natürlich hier auch einfach fett erzählen, ne? Ich meine, jeder würde sagen, das weiß gar nicht meine Schuld, weil es halt ultra peinlich ist, wenn man jetzt so mies verkackt. Aber es ist wirklich so, ihr müsst mir glauben, bitte. This way. So. Ich frage mich wirklich, ob das jetzt Absicht ist, dass das so blau ist? Ist das irgendwie eine Funktion, storytechnisch, dass die irgendwie, keine Ahnung, vielleicht durch Magie telepathisch irgendwie reden können? Oder, soll das jetzt wirklich flüstern sein? Aber dann könnten die Synchronsprache ja eigentlich auch flüstern, meine ich. Oder ist es so, dass die irgendwie vergessen haben, das zu synchronisieren? Kann ja auch sein. Oh, scheiße, wir haben die letzte vergessen. Hm, wir färben sie einfach blau ein und tun so, als wäre es Absicht gewesen. Ja, das ist eine gute Idee. Gladio. So, Gladio funktioniert sich wieder hier rechts. Gotcha. Was macht Ignis eigentlich? Der stand eben nur rum. Er guckt sich das Ganze aus sicherer Entfernung an, oder was? Hm, ich bin Brillenträger, ich darf nicht mitkämpfen. Focus. Ah. Ja, ist ja gut jetzt. Ich weiß, was ich zu habe. Diesmal wird's hoffentlich besser. So. Neues Spiel, neues Glück. Versuche jetzt hier nochmal. So, jetzt ist er anvisiert. Ah, nein! Nicht da oben stehen bleiben. So, jetzt habe ich da und jetzt macht doch den Sprung. Dankeschön. Komm hier. Nein, lass doch nicht los! Los, zum nächsten. Komm, Kitty, 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 Kitty. It's time. I got it! Ah. Sehr schön. Jetzt drauf da! Okay, das war einfacher als gedacht jetzt. Oh yeah. Woo, we got some real chemistry here. That's what I call teamwork. Oh yeah. Impeccable. Fist bump. Good. Oh. Okay, das war's dann wohl doch noch nicht ganz. This is no time for a nap. Not. Oh, get ready for the big one. Oh, episch, Alter. Alleine auch die Musik dazu, das ist doch krass. Sehr gut, ich hatte Rumpf dort direkt einen G-Buff auf ihn gemacht. Ich versuche am besten immer jetzt schön auf der rechten Seite von ihm zu bleiben. Denn da ist er ja blind. Und ich hoffe einfach mal, dass mich da die Attacken nicht so treffen. Aber der dreht sich, trotz seiner Größe ist er relativ schnell. Ah! Oh, scheiße, 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 scheiße. Nein, nein! Schnell, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen. Ah, falscher Knopf.
Und ja, ich sehe da schon, wie die Pranke hinter mir nur wartet, mich nochmal niederzuhauen. Okay, es hat Ignis mich geheilt. Boah, das Ding ist aber wirklich stark. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. So. Erstmal komplett hochheilen. Alter, was ist denn mit denen los? Wie sind die alle tot? Alter, ah! Nein, 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 nein! Ich versuche es doch! Schnell, einfach nur weg und überhaupt! Steh auf! Ah! Scheiße! Nein! Heilen, 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 heilen! Ja! Ah! Lass mich in Ruhe, du Mistvieh! Cheers. So, jetzt sollten wir eigentlich in Sicherheit sein, langsam. Oh, Scheiße! Nein! Fick dich doch! Ah! Ey, das Ding, das hat so eine Reichweite! Ja, und ich sehe jetzt auch nichts mehr. Lauf doch jetzt! Lauf, Schlampe, lauf! Ah! Oh! Alter, das war scheiße knapp, Mann. Huh! Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einfach so kacke war und ob man das hätte schaffen können. Oder ob das jetzt so gewollt ist, dass ich verkacke. Das weiß ich nicht. Aber das Ding war wirklich ultra stark. Ich meine, das hat ja mich einmal getroffen. Und ich war ja schon wirklich fast komplett tot. Da kann mir eigentlich keiner erzählen, dass das so gewollt... Also, dass das nicht so gewollt war. Knocked. What do you say we check this out? Ja, erstmal rasten wir jetzt hier mal wieder. Also anscheinend haben wir jetzt eine neue Sidequest bekommen. Erstmal ruhen wir uns aus, bevor wir uns das angucken. It's bedtime. Sounds good? Ja. Da 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 da. It's time. Onward. So, jetzt würde ich mal sagen, schauen wir uns diesen neuen Questmarker mal an. This could be trouble. Ouch. Muzzle it ourselves, be outflanked. Or killed. That would be bad. Or killed. That would be bad. Also ich finde die Dialoge wirklich zum Teil recht schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das sind also nur wieder unsere Mammutkühe, wie ich sie gerne nenne. Was? Oh, whoops. Fongo Ongo. Easy as they come. Ey, komm, ich hab jetzt keinen Bock auf euch. Ich hab keinen Bock auf euch. So.
Na gut, komm her, du bist ja anscheinend alleine. Gotcha. No muss, no fuss. Nothing to it. 200. Über 200. Prozent EP-Bonus. Für so einen kleinen Furzgegner. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn da irgendwie mehr Gegner jetzt gewesen wären. Denn je ausgeruhter wir sind, desto mehr EP-Bonus bekommen wir. Das habe ich mittlerweile auch schon mal gemerkt. Ja. War euch wahrscheinlich schon lange bewusst. Aber mir, Intelligenzbestie, ist das gerade eben erst aufgefallen. Kein Witz. Was sind denn hier schon wieder Gegner? Ich sehe die doch gar nicht. Ah, okay. Anscheinend geht's zur Chocobo-Farm oder was? Ich könnte auch nochmal meine Ausrüstung anpassen ein bisschen. Zweihänder! Drachenlanze und daneben war... Ne, die haben wir ja gerade. Das Blutschwert. Ich habe es im letzten Teil schon sehr oft gesagt, aber ich muss es mal wieder sagen, ein Chocobo wäre jetzt schon ganz schön, ne, auf dem man reiten könnte. Dann würde das alles ein bisschen schneller gehen. Denn ich könnte mir vorstellen, klar, hat man in dem fertigen Spiel dann später ja sein Auto, mit dem man lange Strecken zurücklegen kann. Aber in so einer Waldgegend denke ich nicht, dass ich hier mit dem Auto langfahren kann. Und da wäre es ja eigentlich... ja, da wäre ein Chocobo ja eigentlich wie dafür geschaffen, wenn ich jetzt wirklich auf unebenen Gebieten herumlaufe, dass ich dann Chocobo habe. Um mich trotzdem schnell halt fortbewegen zu können. Apropos Chocobo, hier sind wir wieder bei der Farm. No mistake in the smell of chocobos. Indeed. It's nice to not have to kill anything. Sehr schön. Hi, it's us again. We couldn't stay away another day. You have any birds in need of a bite? Sure do. They've all been waiting for you to come round again. Thanks for keeping them hungry for us. Er lässt die Chocobos hungern, damit sie sich füttern können. Das ist eigentlich auch ganz schön assi. Never have too many spices. I gather you're all taking in the sights. Sure are a lot to take in around these parts. But you steer clear of that cave nearby if you know what's good for you. Wouldn't want that to be the last sight you see. Okay. Also müssen wir jetzt wohl in eine Höhle. Ich glaube, das hat man auch schon im Trailer für die Demo gesehen. Aber zumindest habe ich das schon gesehen. Dass da eine sehr, sehr dunkle Höhle kommt. Das ist cool, da freue ich mich jetzt drauf. Scheint auch gar nicht... Sure you're disappointed. What's best for the birds is best for the riders. Ich könnte eigentlich auch nochmal... Wenn ich schon mal hier bin, fällt mir gerade ein. Much appreciated. Ah nee, komm, egal. Ich habe eigentlich genug Nahrungsmittel hier. So oft kann ich gar nicht pennen, bis sie das also auch gefressen haben. Come and carefree. Da 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 da. Wo ist denn jetzt der Wegmarker? Da oben. Der ist doch gesetzt. Oder sehe ich das falsch? Nee, okay, hatte ich anscheinend doch nicht gesetzt. Mein Fehler, ich bin doof. So, stratzen wir da mal wieder hin. Oh, da glitzert was. Eine Daune. Hüpf. Alle hopp.
Mensch, der Junge, der muss eine Kondition haben, ne? So wie der Schlossstratz hier. Steil den Berg hoch. I am not in the wildlife. More of a pet guy. Quit your crying. Time to put up or shut up. Hier sind wieder Gegner mit anderen Farben. Die sind stärker. Die sind aber anscheinend auch schneller. Ah, Mistvieh. Mehr hier. Das gibt's doch nicht. So. Ah, danke. Sehr schönes Teamwork. Prompto stoppt ihn und dann kommt meine Helix zum Einsatz. Fongo Ongo. Ich mag das einfach, das auszusprechen. Sorry. Aber ich finde, das hört sich cool an. Fongo Ongo. Oh yeah. Aber wo kommt ihr denn schon wieder her jetzt? So, du kommst mir nicht. Ja. That's all she wrote. Okay, hier sind jetzt sehr viele blaue Dinger. Aber ist das überhaupt blau? Was ist das für eine Farbe? Wäre ich eine Frau, wüsste ich das wahrscheinlich intuitiv. Was ist das? Türkis? Aquamarin? Ich weiß es nicht. Ah. Ja, das war jetzt fail, weil kein Gegner da war. Ach Mensch, die sind alle so schnell. Ich hätte das scheiß Zweihänderschwert nicht wieder ausrüsten sollen. Und jetzt mitten im Kampf kann ich es natürlich nicht wieder umrüsten. So, verrecke. Be right over. Gotcha. Thought we lost you for a second. Gotcha. Ich habe gerade zwar nicht gesehen, was los war, aber ich fand es auch wieder sehr schön, dass gerade Prompto nach Ignis geschrien hat. Hey Ignis, warte, ich helfe dir. Das ist echt cool. Wirklich, ich kann es immer wieder sagen. So, meine Güte. Schade, leider kein Fongo Ongo. So, und das sieht doch aus. Where do you think this goes? I don't know. Looks a little sketchy to me. Looks a lot of sketchy to me. Bad idea. Ja, yep, hier sind wir bei der schönen Höhle. Die sieht in der Tat ein bisschen sehr unheilverheißungsvoll aus. Gibt es hier in der Nähe noch irgendwo einen Rastplatz vielleicht? Dass ich vorher mich nochmal heilen kann, bevor ich da reingehe? Hm. Na gut. Ich überlege mir das noch, ob ich das im nächsten Part mache. Denn ich denke, hier mache ich wieder einen Cut. Wir haben jetzt wieder lang genug gespielt. Vielleicht finden wir ja hier in der Höhle etwas,
das uns dabei hilft, den Behemoth zu einer Revanche herauszufordern. Also erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part sage ich erstmal Hause Bause!